Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter. Ihr wundert euch bestimmt, warum wir hier sind. Aber nach der Aufnahme ist einfach alles kurze Zeit. Spiel ab, irgendwie Fehler gewesen. Wups, weg. Und jetzt müssen wir gucken, was jetzt passiert ist, Leute. Bin ich mal gespannt, Leute, was jetzt passiert. Weil, das ist halt ein bisschen seltsam gewesen, gerade ein bisschen komisch, aber naja. Gucken wir einfach mal, was passiert, Leute. Bin ich mal gespannt, Leute. Ah, okay, das Turnier können wir noch mal spielen, wie es aussieht. Ah, okay. Okay, irgendwie war es so ein bisschen seltsam. Ein bisschen. Okay, dann schauen wir mal. Steht sagen, wir gehen auf Profi runter, Leute, wir machen Profi, weil das andere war richtig schwierig, fand ich, Profi, so. Dann machen, lass mal es auf Profi machen, Leute, die Fasssache, weil es war schon ein bisschen schwierig. Dann gucken wir mal die Aufstellung vielleicht ein bisschen anders durch. So wäre es halt gut, aber wir müssen es mit Linie machen. Wir müssen eine Linie lassen, Leute. Oh Mann, das ist halt ein bisschen nervig. Aber dann gucken. Ah, haben wir die noch? Gucken wir mal da, was wir da. Ah, da haben wir jetzt. In. Na, den ich sage, Leute, mach mal das einfach mal. Gucken, was das. Vielleicht kriegen wir ihn dann mit Neustart, Alter. Ich finde es seltsam. Bitte. Okay, Oha, alter Schwede. Okay, das war nicht ganz so gut. Das ist jetzt seltsam, Leute. Das ist jetzt echt wild seltsam, finde ich, Leute. Hä, warum schießen das so? Schießt die so komisch? Sorry, Leute. Warum schießt die so komisch? Ich verstehe es nicht. Warum? Hä? Machen wir es nochmal, Leute. Das war ein bisschen seltsam, fand ich. Seltsam, komisch, okay. Das wird ein bisschen schwierig, okay. Was war echt seltsam? Okay. Okay. Ah, es geht doch so weiter, okay. Komisch, sind wir jetzt aus dem Turnier raus oder nicht? Das ist die große Frage, Leute. Wenn er nicht abgehauen wäre, wären wir jetzt vermutlich nicht hier. Sind wir jetzt raus aus dem Turnier? Das wäre halt schade schon. Dann hat sich's ja gelohnt.
komisch. Hoffen wir mal, dass wir doch noch das Turnier spielen, weiterspielen dürfen, irgendwie. Den Jungs geht's nur ums Ego. Nicht nur den Männern. Ich muss gespannt, weil es wäre richtig blöd, ein Spiel, ein Niederlage und Strauterin. Hatte meine Mom den Spleen vom amerikanischen Dass man ihn irgendwie wiederholen Rodeo könnte. Rodeo Drive, Muscle Cars, eine Villa in den Hills. Das ganze Programm. Mit einer Tochter, die total vielseitig ist. Klavier oder Ballett. Oder Ballett. Okay, Ballett. Ich weiß nicht. Bei Typen wie Pete frage ich mich, wäre Ballett nicht besser gewesen? Ach, so ein Blödsinn. Du bist ein super Keeper. Peter Penner kann nicht mit Frauen. Der ist ein Witz. So denken viele. Mom auch. Ich verhinderte Tore, brillierte im Stil. Manchmal will die ganze Welt, dass ich nicht Fußball spiele. Weißt du noch, in der Halle? Du und Bobby. Jay will, dass wir gewinnen. Deswegen durften wir drei in seiner Mannschaft ran. Pizza ist auf der Bank. Was kümmert dich sein Zuspruch? Er soll mir ins Gesicht sagen, dass er sich geirrt hat. Dann lass uns spielen. Okay, dann können wir die Challenge nochmal spielen. Halla, bin ich mal gespannt, können wir das jetzt spielen oder nicht? Ich guck mir nochmal die Einstellung, weil es wäre halt richtig cool, wenn man es... Ich würde sagen, Profi lassen wir einfach. Wir lassen auf Profi und dann gucken wir mal einfach mal, wenn wir mal gucken, können wir auf Profi, die ich sage, lassen wir auf Profi, gehen wir jetzt runter, weil das war schon nicht einfach. Und dann können wir ja wieder hochschalten. Jetzt gucken wir mal, das ist die Weltkarte zurück, ja. Schauen wir mal kurz. 8% haben wir, okay. Ah, okay, Leute. Okay. Warte, wir gehen jetzt an. Nordamerika. Ah, das sind die Dinger, Event. Okay. Das ist die Asien. Nehmen wir sie hier in Asien, Leute. In Asien sind wir. Okay, das Ding will ich versuchen zu spielen, Leute. Ah, jetzt können wir es besser. Ja, vielleicht kriegen wir es jetzt besser gebacken. Gucken wir mal. Ah, so, jetzt haben wir es. Ah, das jetzt rafft es ein bisschen, Leute. Jetzt ist es ein bisschen klarer, Leute. Okay, gut. Okay, so funktioniert es. Okay, dann müssen wir. Okay, so funktioniert. Okay, so funktioniert es. Okay, müssen wir uns auch ein bisschen üben, Leute. Gucken. Das Tokio-Turnier wollen wir auch mit, wenn es geht, gewinnen. Das wäre schön, wenn sie gewinnen wollen. Okay, direkt Tempo machen. Ja, so machen wir. Wir machen auf Profi, würde ich sagen. Dann, weil dann. Wir versuchen ein bisschen auf Profi uns ein bisschen reinzufuchsen und dann schauen wir einfach vielleicht. Gehen wir wieder auf, wenn wir wieder ein bisschen besser sind, auf Weltklasse, würde ich sagen, Leute. So machen wir es einfach. Dass wir jetzt. Dass wir jetzt erstmal auf Profi machen und dann können wir ja wieder hochschalten, wenn wir dann merken. Es ist dann bitte zu einfach. Hier ist es gut. Ah, oh, mir hätte ich jetzt schießen sollen. Warte. So, machen wir das jetzt einfach, Leute. Wir gehen auf. Ich glaube, wir machen Profi erstens. Bis wir uns ein bisschen raffen hier.
Ah, hätte man warten sollen. Ja, ich wollte hoch nach oben schießen. Okay, ah, Profi. Ah, wir müssen es versuchen, Leute. Alter, jetzt ist ein Turnier. Das Turnier, die Sache testen wir noch aus. Okay. Das Turnier warten wir noch ab, Leute, wie es aussieht. Weil jetzt ist wieder ich finde, ja, der Unterschied ist ein bisschen heftig bei Volta, finde ich. Von Profi auf Weltklasse, finde ich. Finde ich ein bisschen, der Unterschied ein bisschen heftig, aber naja. Aber man, ich wollte doch. Oh, 3-1. Ja, es sieht mir das nur. Ja, 4-1. Das, die zweite Runde steht gut. Dann wir haben eine gute Chance, die zweite Runde zu erreichen. Ich sehe das hin an. Und die nächste Runde haben wir erreicht, Leute. Diese die erste Runde sind wir durch. Eine gute Mannschaft, Leute. Eine gute, oh, 71, Leute. Okay, 71, nicht schlecht, Herr Specht, Leute, haben es gepackt, so. Gucken wir mal kurz, welche Spieler wir verpflichten können. 75, 70er Stürmer. Ah, nicht ganz so unser Ding. Ah, 70, aber die Sterne sind auch das Problem, Leute. Ich finde, die Sterne sind auch ein bisschen das kleinere Problem, Leute, finde ich. So, jetzt gehen wir, das haben wir. So, jetzt haben wir das. Wir müssen aber, ich will noch was anderes testen. Anpassen, ne? Ja. Die Skillpunkte will ich gerade einstellen noch vorher. So, Flair, Spezialbewegung, Schnitt, Defensiv, dass wir ein bisschen defensiv besser sind. Und dann hätte ich sagen, spielen wir das nächste Spiel, oder? Schauen wir mal. So, jetzt gucken wir mal, wie das Spiel abgeht, Leute. Das Halbfinale. Das Viertelfinale. Jetzt so, wir machen erst Profi und dann können wir immer noch aufs höhere Level machen. So würde ich sagen, Leute. Wir können auch immer höher machen. So können wir es machen, höhere Level. So, nächstes Spiel. Nächstes Spiel. Match gewonnen. Mal gucken, ob man. Das sind noch die Probleme, die wir mal ab und zu haben. Leute. Ja, so müssen wir es machen, so müssen wir systematisch arbeiten, Leute.
Und wenn wir immer eine neue Mannschaft haben, gucken wir immer, wann wir einen neuen Spieler holen können. Zwei Einser. Ja. Ja, aber zur Zeit ist es noch, bis mal vielleicht dieses Turnier und dann gucken wir einfach mal. Und 3-1. Es sieht gut aus mit unserem Team. Es sieht so gut aus mit uns. So, das Viertelfinale ist safe. Viertelfinale. So, Viertelfinale haben wir gepackt. So machen wir alle. Ja. Mal gucken weiter. Gucken wir mal, wer. Wieder 7-9. Alter, das ist so ein gutes Ding. 7,9. Sie baut sich immer besser. Sie wird immer besser. Tempo müsste man auch ein bisschen verbessern. Aber. Ja. So, Spieler verpflichten natürlich wieder wie immer. Schauen wir mal. Benny, der war gut. Benny war gut für die Stimme. Alter, ich glaube, den tun wir mal verpflichten, Leute. Auch wenn wir mit Team haben, aber wir verpflichten ihn mal. Ja, mal gucken. Ja, bin immer gespannt. So, jetzt sind wir im Halbfinale. So, jetzt gucken, tun wir aber mal die Mannschaft ein bisschen ändern, die Sache, Leute. So, da kommen wir mal, ein bisschen. Wer war da? Tracy? Ey, einer war da, die war gut, glaube ich. Die könnte man. Aber wir bleiben mit der Mannschaft. Ich glaube, wir bleiben mit der Aufstellung noch. Wir bleiben mit der Aufstellung so, Leute. Die Sache, so bleiben wir einfach. So, das Halbfinale. Mal gucken, ob wir das Halbfinale auch ein gutes gewinnen könnten. Das wäre natürlich mega, das Halbfinale zu gewinnen. Und dann mit ins Finale zu kommen, Leute. Ins Finale. Aber ich finde die Schwierigkeitsgrad-Unterschiede ein bisschen heftig. Aber wir können es ja mal beim nächsten Turnier dann auch mal versuchen, Leute, wenn wir verlieren. Weil es wäre halt schön, wenn wir es mal richtig schön. Aber warum spielt nur G-Tel immer mit? Nur Turnier. Und Finale ist so gut wie safe. Ah, es sieht noch nicht safe aus, aber. Man wollen natürlich so viel. 2-0. Alter, die Mannschaft spielt heute. Besser, müssen wir sagen. Aber wir müssen noch ein bisschen trainieren. Ich glaube, wir müssen. Das Turnier-Test ist, glaube ich, schon vor. Und dann gehen wir wieder rum. Ich glaube, wir versuchen es beim nächsten Turnier doch wieder auf Weltklasse, würde ich fast sagen. Vielleicht und dann. Wenn man das Turnier gewinnt, das alle. Ah, schade, komm ich. Aber nicht überheblich sein, Leute. Nur nicht überheblich. Noch nicht überheblich sein. Das Halbfinale.
Oh Mann! Ja, das sind halt. Ja, die Bälle, die gehen bei denen rein. Bei ihr gehen die, beim Team gehen. Bei uns gehen die Bälle nicht rein, nein. Bei uns gehen die Bälle nicht rein. Bei uns gehen die Bälle nicht rein. Was war das? Sei so A. Ah, die Bälle, die sind mir erst an. Hatte nicht mal reinmachen müssen. Boah, 4-3-3. 3-3, das ist wichtig. Ein wichtiges Tor, Leute, 3-3. Ah, ne. Aber es ist richtig, ich finde es ein cooles Spiel, Leute. Volta. Ja. 4-3, ja. Und holen, der Sieg ist nah, Finale ist nah, Leute. Finale, Finale, oh, Finale, ja, oh, ja, das Finale wartet auf uns. Das große Finale wartet auf uns, Leute. Das große Finale wartet hier dieses und wieder 9,8. Alter, wir sind richtig. Ja. Dribbeln, schießen müssten wir noch, Tempo und schießen müssten wir noch ein bisschen besser werden. So, Spiel, mal gucken, welche Spieler heute so sind. 70, 71 Stunden. Dafür nehmen wir. Ja, sie nehmen wir, ja, das sieht gut aus, alle. 71, das, dann könnte man da wirklich ein bisschen, ja, okay, wow. Nächste Runde, wir sind dabei! Super, super, gut gemacht. Hey, Revy, kannst du echt spielen? Da hast du verdammt recht. Okay, also gut, gibt noch viel zu tun. Ach, zum Beispiel mal ein gutes Team schlagen. Oh, hör doch auf, hier. Dann wäre ich fast beeindruckt. Oh. Yes, super. Hältst du das für witzig? Ich fand's witzig. Ja, ich fand's auch witzig. Aber nicht so witzig wie die. Sind das Tanzschuhe? Die zwei müssen lernen, was Respekt ist. Nerviger Typ. Mega nervig. Hör zu. Auf dem Weg zur WM lasse ich mich von niemandem aufhalten. Klar. Ganz besonders nicht von jemandem wie dir. Alter Rick. Oh, hey, Pete. Nimm die Füße zusammen. Alter, ja, ja. Der träumt schon von uns. Yeah. Das heißt, wir müssen gewinnen. Oh ja, wir müssen gewinnen, Leute. Wir müssen gewinnen. Aber Leute, ich würde sagen, wir tun die Aufstellen noch gucken. Aber wir gucken die Mannschaft uns mal an, Leute. Ja, so, jetzt schauen wir mal. Ich nehme mal sie mit, Leute. Wir nehmen sie, nein. Okay, so können wir es nehmen, Leute. Alle, da haben wir ein gutes Team jetzt. Wir haben jetzt ein gutes Team fürs Ding. So, jetzt schauen wir mal. Gehen wir die andere. Du passt. So, und da können wir eigentlich die rausnehmen und dafür
Okay, so können wir es machen, die ich sagen, okay? Aber Leute, ich würde sagen, das Finale machen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis demnächst.